Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kilometer mein Motorrad runter hat. Aber heute Morgen nach einem starken Regen ist es jetzt offensichtlich geworden. Meine Zündung funktionierte auf einmal nicht mehr und ja, offensichtlich hat es die Zündspule geschossen. Jetzt werden wir das Ganze hier mal reparieren. Ich bin hier in Bertua untergekommen bei einem wunderbaren Mechaniker, der mir jetzt hier diese neue V6 Zündspule einbauen wird. Also ich gehe mal davon aus, dass das Motorrad jetzt mittlerweile weit über 30.000 Kilometer runter hat. Das ist nach deutschen Verhältnissen nicht viel, aber ja, ist halt so. Die chinesische Qualität zeigt sich hier wieder ganz deutlich. Ah, l'électrique. Oui. Hier. Branchez ça. Allô? So klingt eine gut eingefahrene Sanili. So, die ganze Aktion hat jetzt 1,5 Stunden gedauert. Fazit, ich bin also nach gut 2 Stunden wieder zurück auf der Straße. Die Werkstatt war 400 Meter von meinem Hotel entfernt. Ich wusste es nicht, sie sind unscheinbar. Des Weiteren hat mich die ganze Reparatur 12 Euro gekostet. Und ja, noch ein bisschen Trinkgeld dazu, weil ich sehr überzeugt war von der sehr sauberen Arbeit des Mechanikers. Und wir haben auch noch hier den Tank gemacht. Der hat also jetzt kein Leck mehr. Ja, back to the road. Ich werde jetzt meine Sachen aufs Motorrad packen und dann geht's wieder weiter. So. Sanili steht in der Werkstatt. Ihr werdet euch wundern, dass ich hier sitze und esse und trinke. Ja, das ist möglich. Für Kundschaft ist das möglich. Essen und trinken in der Werkstatt und den
Kollegen bei der Arbeit zuschauen. Heute wechseln wir das Lenkkopflager, denn nach etlichen tausend Kilometern unbefestigter Straße ist es jetzt an der Zeit, dass da mal was Frisches oben reinkommt, um eine gewisse Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. So, ich glaube, das Ganze hat jetzt um 2,5 bis 3 Stunden gedauert. Das Lenkkopflager ist gemacht. Das heißt, ich kann mich jetzt weiter auf den Weg machen. So. Boah, ist es heute wieder heiß. Scheiße. Okay. Dann zahle ich jetzt meine 10 Euro. Das ist der Vorteil, wenn man mit einheimischen Motorrädern fährt. Man ist immer schnell bedient und Fehlersuche ist immer schnell vonstatten gegangen. Und die Ersatzteile sind auch alle verfügbar. Also ich kenne keinen Grund, warum man kein einheimisches Motorrad fahren sollte. Das Ding kostet nagelneu, so wie es hier steht, mit Kennzeichen 1000 Euro. Ja, gut, aber dazu später mehr. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Oh, ich bin fertig. So, liebe Freunde, die Kinderstunde ist zu Ende. Und heute spielt einmal die Sanili die Hauptrolle. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich auf meinen Reisen immer wieder in Situationen komme, die nicht besonders angenehm sind. Entweder es wird richtig schmutzig, will heißen, ja, kriege ich mal, danke, richtig viel Lehm und Wasser ab. Oder die ganze Sache wird im wahrsten Sinne des Wortes richtig brenzlig, nämlich wenn Feuer im Spiel ist. Und da jetzt sicher zu sein, dass da alles gut läuft. Heute zum Beispiel war ja dieses Lenkkopflager dran. Dieses Lenkkopflager ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Konstruktion, wenn es da Spiegel gibt oder dergleichen und dieses Lenkkopflager ausgeschlagen ist, dann wird auf einer Wellblechpiste die ganze Fahrt sehr unangenehm, bis hin zu der Befürchtung, dass oben irgendwie was ausbricht. Und von daher kümmere ich mich darum rechtzeitig. Gefühlt 12.000 Kilometern hat der kleine chinesische Kolben schon ein klein wenig Spiel und benötigt mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich irgendwie so größere Strecken gefahren bin mit hoher Geschwindigkeit, dann achte ich auf mein Öl. Des Weiteren, Öl ist insofern wichtig, ich benutze hier dieses Total High Performance Viertaktsportöl 10W40. Man kriegt auch an der Straße für 250 CFA 1 Liter Öl, aber da ist hier das Salatöl besser. Und dieses hier kostet allerdings statt 250 4.300 CFA, umgerechnet 8 Euro der Liter. Also nicht anders wie bei uns auch. Ich will einfach mal sagen, was funktioniert. Es funktioniert definitiv die Hupe.
Dazu muss ich die Zündung einschalten. Nee, falscher Knopf. Ja, das war sehr laut. So, dann funktioniert natürlich das Licht. Das ist auch ganz wichtig. Gestern Abend wieder gebraucht. Blinker ignorieren funktioniert nicht. Bremslicht funktioniert auch nicht. Die Modifikationen, die ich habe machen lassen, sind nach leidlicher Erfahrung die Räder-Reifen. Die sind von CST. Die sind sehr gut, halten. Hab seitdem keinen Platten mehr gehabt, sowohl hinten als auch vorne. Und die nächste Modifikation, das ist übrigens auch ein ganz nettes Gadget, da kann man ganze Reissäcke und Kaffeesäcke draufstellen, dieser Träger hier. Das sind diese Stoßdämpfer. Die sind, die letzten sind mir auch kaputt gegangen, aber seitdem ich diese hier drin habe, ist alles gut. Funktioniert wunderbar. Ja, natürlich leidet die Kette unter den staubigen Bedingungen sehr. Dafür habe ich ja hier mein spezielles Kettenöl, sprich abgezapftes Motoröl. Und worüber ich sehr froh bin, ist, dass ich in dieser Ausführung halt diese Bügel hier herum habe, dass wenn ich mich mal auf lehmiger Piste langlege, dass es mir nicht gleich die Kupplungs- oder gar Bremshebel kaputt macht. Der Motor an sich ist ein Standardmotor und eine exakte Kopie eines 125er Honda Motors. Alles, was man da braucht, Kupplung, Lager, Kolben, Kolbenringe, das ist alles Standard. Das gibt es hier für wenige Euro an jeder Ecke und wird auch sofort liebevoll eingebaut. Hinten bei meiner Bremstrommel ist kein Problem, da die Schuhe zu bekommen. Die gibt es also auch für 1,50 Euro im Doppelpack. Und da übt auch schon der Nachwuchs. Das soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen.